Doch der dritte Tag in der Kantine in Münchweiler startet mit schlechter Stimmung bei Maria. Die Tafel da vorne, da schreibe ich eigentlich immer so das, was mir morgens immer gerade einfällt. Und dann hat wohl der Frank Rosin zu meinem Frank eben gesagt, man soll irgendwie nicht so komische, blöde Sprüche oder ich weiß nicht, ich habe den Wortlaut nicht, irgendwie da hinschreiben, wie aus dem Kindergarten oder sowas. Gut. Von Marias Unmut ahnt der Sternekoch noch nichts. Ein neuer Tag in Münchweiler und wir werden einen schönen Tag haben, denn ich werde mit Maria kochen. Sie begreift ganz langsam, dass sie den Hebel umlegen muss und dass das, was sie kann, plus das, was sie lernt, das kann die kulinarische Zukunft werden. Aber wir reden auch von unternehmerischer Zukunft. Wir reden von Erweiterung des Betätigungsfeldes und vor allen Dingen Geld verdienen. Was mich aber beschäftigt hat heute Nacht, ist dieses Thema Ehrlichkeit. Ist sie wirklich ehrlich zu mir? Ist sie zufrieden mit unserer Zusammenarbeit oder gaukelt sie mir nur was vor? Und das will ich herausfinden. Hallo, guten Morgen. Hi. Hi. Na? Was ist das? Der Spruch des Tages. Sei wie ich bin, Maria, 7 Jahre. Das war ein Spruch von der Erstklässlerin, und zwar von mir. Warum schreibst du sowas auf eine Tafel? Das ist eigentlich eine Antwort auf das von gestern. Erzähl. Ja, ich habe von meinem Mann erfahren, dass du über diesen Spruch gestern, den ich da drauf geschrieben hatte, dass es da hieß, man schreibt solche Sprüche, nicht so komische Sprüche da irgendwie da drauf. Genau. Warum sagst du mir das nicht? Das habe ich dir im Gesamten ja erklärt. Nein. Doch, ich habe dir gesagt, dass die ganze Außendarstellung und dieses sich nach außen hin zu artikulieren, dass das nicht kulinarisch und gastronomisch unternehmerisch gelebt wird. Diese Wortspiele ist eine Gangart, Menschen etwas vorzugaukeln, um etwas interessant zu machen, wenn es nämlich eigentlich praktisch gar nicht gelebt wird. Und darum ist die Floskel auch gefährlich, mit solchen Sprüchen nach draußen zu gehen, was man überhaupt nicht einhält. Ja. Ich finde, dass wir beide aufpassen müssen, dass das nicht in so eine hitzige Unsachlichkeit gerät. Ne? Ja. Weil du schreibst mir das jetzt hier auf, um mir heute Morgen zu zeigen, und ich mache es trotzdem. Ja, so, weil ich habe es ja gestern mit deinem Mann... Nee, weil du gesagt hast, das ist ein Kindergarten. Es geht doch um Werbedarstellung, wie du dich werblich darstellst. Das ist doch hier nicht dein Wohnzimmer oder das ist nicht dein Tagebuch hier. Das ist ein sachliches Unternehmen, wo man strategische, sachliche Dinge transportieren muss. Okay. Und dein Bauchgefühl ist leider bezüglich dieser Anforderung nicht äquivalent, verstehst du? Weil eine Kantine steril ist, oder warum? Aber das ist doch unsachlich, was du jetzt sagst. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Ich bin überhaupt nicht emotional. Ich bin hier, weil ich dir einfach sachlich sagen will, worum es geht. Kuschelrock geht jetzt hier nicht. Okay. Weil dein Mann hat gesagt, wenn das in einem halben Jahr finanziell nicht besser läuft, wird hier dicht gemacht. Richtig. Genau. Also müssen wir auch nicht über überzionale Dinge reden, sondern ich muss die Scheiße jetzt hier auf den Tisch legen, damit wir uns damit befassen. Du hast mich gerufen, weil ich ein Profi bin und ich behandle dich auch wie ein Profi. Und das ist Pille-Palle-Latte-Macchiato-Stimmung von 11 bis 11:30, aber nichts anderes. Was die Leute von dir wollen, ist leckeres Essen, Nachvollziehbarkeit, Dienstleistung und den Anspruch, dass du das, was du bist, auch lebst, nämlich authentisch. Mehr nicht, aber das ist alles und sehr, sehr viel. Aber das wirst du nicht mit das gewisse Esswas oder sowas hier. Das bringt überhaupt nicht. Wenn du 2 Stunden aufhast und 2 Gerichte anbietest und man möglichst vorher anrufen soll, was bringt das? Nö, das bringt nichts, das ist richtig. Gut, und was soll das dann? Ist das für dich eine psychologische Begleitung oder so, dass du dich damit ausdrückst? Ja, da muss ich aber sagen, dann müssen wir aber noch mal ganz von vorne anfangen. Gut, dann machen wir das. Ja, aber ich habe den Eindruck, dass du so ein kleines bisschen mit gespaltener Zunge sprichst, weil ich sowas kritisiere. Nein, das war mir klar, dass du es kritisierst. Ja, gut, aber warum? Das hat mein Mann heute Morgen schon gesagt, wenn du das schreibst, dann kannst du dir was anhören. Da sage ich, ja. Gut, aber warum schreibst du es denn da? Was ist das denn? Das löst doch etwas aus. Du willst mich doch damit provozieren.
Ich will dich aus der Reserve locken, ja? Ja, ja, genau. Warum? Weil du hast mich um Hilfe gebeten. Ja. Also setz dich doch bitte mit mir hin und sag, komm Frank, lass uns gemeinsam ausarbeiten und lass uns gemeinsam jetzt meinen Weg finden. Nicht meinen, nicht anderen, ja, sondern deinen natürlich, Weg. Das will ich aber ja hör auch doch auf, mich aus der Reserve zu locken. Weißt du wieso? Dann packe ich die Sachen und gehe. Weil es gibt Leute, die mich nämlich das fragen, ob ich mich mit denen hinsetze und ordentlich darüber rede. Ja? Eins steht fest, du machst fast alles falsch. Und das müssen wir ändern. Ansonsten muss dein Mann und du nämlich hier im halben Jahr schließen und dann können wir hier, kann der Gebrauchtwagenland von hier drüben auch noch ein paar Autos hier reinstellen. Und wenn du das nicht verträgst, dann bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich versuche es ordentlich zu kommunizieren, aber Veränderungen bedeuten Arbeit. Du musst jetzt arbeiten, sonst ist das hier vorbei. Ja, aber das war jetzt endlich mal ehrlich und direkt. Ich bin die ganze Zeit direkt. Und wenn ich mit deinem Mann rede, dann ist es einfach nur so, A, wollte ich ihn kennenlernen, B, schätze ich ihn sehr, der liebt dich über alles. Das Problem ist nur, dass du einen Schritt vorgehst und zwei zurück. Mann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und sei, wie ich bin. Ehrlich, du willst hier für 1200 Leute Essen verkaufen und die Leute versorgen. Die wollen sei, wie ich bin, indem sie Lasagne, Reis, Fleisch, Fisch, vegan, vegetarisch, bam, bam, bam. Hallo Maria, was ist heute Maria Special to go? Das ist das und nicht das. Lebe das, was du da aufschreiben willst. Ja? Dann brauchst du das nicht. Gut. Gut. Jetzt muss ich mich eben beruhigen. Ich auch. Es gibt Menschen, die einfach Sachlichkeit mit Unhöflichkeit verwechseln. So kam mir das auch hier vor. Na klar kann man mit mir einen Kaffee zusammen trinken, aber Hilfe muss pragmatisch sein. Ist einfach so. Ich weiß jetzt, wo ich an ihm dran bin. Und jetzt weiß ich, dass hier ist, er ist beratend tätig. Und jetzt weiß ich, wo ich ihn einordnen muss. Dieses Zwischenmenschliche hätte ich mir eigentlich mehr erwartet. Bisschen frische Luft schnappen. Und dann machen wir weiter. Denn hier geht es nicht nur um Maria, sondern auch um 1200 Arbeiter, die versorgt werden wollen. Und die brauchen ordentliches Essen. So, was möchtest du mir kochen? Lachs mit Reis und einer Senfdillsoße und Schweinelämmchen in einem Speckmantel mit Speckbohnen und Spätzle. Das sind schon Gerichte, die 20 Euro und mehr kosten werden, ne? Ist das etwas für dieses Haus? Für deine Küche, für deine Gastronomie? Das war jetzt die Frage. Dann wahrscheinlich nicht. Wenn, denkst du, ich muss unter einem bestimmten Budget von Geld bleiben, oder? Ja, es wäre schon eine starke Veränderung, dass Menschen darauf kommen, vielleicht sogar 20 oder 24 Mal im Monat hier bei dir zu essen. Also eigentlich falsche Gerichtsauswahl. Die Frage ist, möchtest du Gerichte anbieten, die 20 oder 30 Euro kosten? Schweinefilet ist das beste Stück vom Schweinefleisch. Du musst ja in deinem Preisniveau bleiben, also musst du kreativ werden. Okay. Täglich einen Auflauf anbieten, täglich einen schönen Salat anbieten. Aber du merkst doch selbst, ne? Du willst mit mir Sachen kochen, die mit deinem Laden überhaupt nichts zu tun haben. Und das letztendlich, das auch so ein kleines bisschen unterstützt, dass du viel träumst, aber wenig über Fakten nachdenkst. Die Maria, die werden wir nicht mit einem Lachs und nicht mit einem Schweinefilet hinbekommen, sondern mit einer Linsensuppe. Okay. Mit Knackern vom Metzger aus Donaueschingen und sowas, verstehst du? Damit bekomme ich die Maria. Aber nicht mit Lachs für 25 Euro oder so oder Schweinefilet. Maria bedeutet nett sein, Mensch sein. Ja? Okay. Und dann eben die grundsolide Hausmannskost, die man mittags irgendwo mittags isst. Hört sich gut an. Ja, genau. Genau. Und dann, ich weiß, dass das eine mega Belastungssituation für dich ist. Aber ich glaube, und das hat mir das Gespräch auch gerade gezeigt, ja, am meisten arbeiten musst du mit dir selbst. Okay. Ne? Und der Laden muss von 10 bis 6 auf sein. Du musst dir stehen, brauchst Mitarbeiter und machst 1500 Euro Umsatz am Tag. Okay. Du musst dir vorstellen, ich möchte mit dir morgen eine Frühstücksaktion machen. Mhm. So. Und das Team hat recherchiert, wer möchte hier alles Frühstück haben. Ja. Ne?
Da waren schon über 100 Leute, die Ja gesagt haben. Ja, cool. Gut. Warum hast du noch nie gefragt? Warum hast du nur 2 Stunden auf und sagst, melden Sie sich, ob Sie Cannelloni oder Puccipponi haben wollen? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Ja. Und nicht mir sagen, dass du mich aus der Reserve locken willst oder so. Nein, das war der falsche Satz. Das war nicht der falsche Satz, das war die Wahrheit. In dem Moment, wo du in die Enge gerätst, kommt so eine kleine Unsachlichkeit durch. Da wehrst du dich nämlich mit Händen und Füßen. Zeig dich, versteck dich nicht. Sag nicht, hast du angerufen? Hast du angerufen und bestellt? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Was ist das denn? Umarme die Leute. Das ist hier dein Reich. 1200 Menschen. Mach da was raus. Ja, dann machen wir das. Gut. Also, jetzt sind die Lebensmittel gerade mal hier. Also werden wir zusammen das nochmal machen. Das ist zwar nicht das, was du anbietest, aber das kannst du auch mit Kabeljau, mit Schellfisch oder mit allen anderen Fischen machen, nicht okay. Gerade mit Lachs einer solchen Qualität oder so, was ganz toll ist. Ich würde auf jeden Fall diese Lebensmittel aus deinen Gedanken gut verbannen, weil es gehört hier nicht hin. Okay. Deshalb zeigt der Sternekoch nun exemplarisch, wie Maria schnelle Fischgerichte zubereiten kann, auch mit günstigerem Fisch. Das Thema ist Pfannengerichte. Eigentlich hat das nichts mit deiner Struktur zu tun, weil du hast eine Küche, du musst vorbereiten. Jedes Essen kann man warm halten. Man muss nur wissen, wie man mit dem Gargut umgeht. Wenn man jetzt so ein Stück Fisch hat, macht man Folgendes. Wir wollen jetzt zum Beispiel Fisch zubereiten, den du dann irgendwann hier in der Kantine verkaufen kannst. Ja. Wir nehmen Salz, Pfeffer. So, jetzt haben wir die Haut, ne? Und dann brate ich das nur auf der Haut an. Ja. Okay? Ja. Für die Soße zum Fisch frischen Dill schneiden. Ist die Fischhaut kross, einmal wenden. So, jetzt haben wir den angebraten. Und das wäre jetzt die Vorbereitung. Ja. Sagen wir mal, du willst heute 10 Portionen vorbereiten. Ja. So, dann bereitest du den so vor. Gut. Roh von innen. Nur angebraten. Okay. So, und der steht dann hier. Als Vorbereitung. Jetzt kommt die Frau Müller-Lünschert. Die will den 2x Lachs haben. Mhm. Die will natürlich auch in 8 Minuten wieder weg sein. Ja. Weil sie hat nur 50 Minuten. Pause, Hände waschen, 1, 2, 3, 45 Minuten, vielleicht Zeit zum Essen. So, also hast du ihn vorbereitet. Und was machen wir jetzt? In den Ofen rein. Okay. So, 10 Minuten. Weiter geht es mit der Soße. Dazu fein gewürfelte Zwiebeln im Pfannensatz des Fisches anschwitzen und mit Weißwein ablöschen. Eine Mischung aus Stärke und Wasser einrühren und mit etwas Sahne finalisieren. Fertig ist die Pfannensoße. So, da kannst du jetzt zum Beispiel Senf reinmachen, hast eine Senfsoße. Okay. Dill, hast eine Dillsoße. Dillsoße. Okay, einfach. Ja, gerade dieses Pfannending ist ganz witzig, auch für euch zu Hause. Anbraten, warmstellen, Pfanne ablöschen, einreduzieren, Sahne wiedersehen und fertig. Ne? Auf kabel1.de/rosins-restaurants findet ihr genau diese Rezepte, alle Folgen. Das nächste war Schweinelännchen. Ja. Da würde ich vorschlagen, dass du im Speckmantel und sowas, das ist nichts für dich. Gut, dann lassen wir es weg. Weil das Medium zu verarbeiten ist zu viel Firlefanz. Ja. Aber wie man schönes Geschnetzeltes machen, können wir haben. Machen. Sehr gerne. Also Zwiebeln hacken, Fleisch zerkleinern, Pilze würfeln und das feine Fleisch in heißes Öl geben. Es gilt, Maria muss als Kantine funktionieren. Und jetzt im Grunde genommen dasselbe Prinzip wie gerade. Du nutzt den Pfannensatz. Ja. Ja? Also, was braucht am längsten? Die Pilze. Und bei der Portionsgröße, weil beim Testessen waren viele noch hungrig und es hat auch nicht gereicht. Ist richtig. Ich würde immer auch angeben, zum Beispiel, wie viel Gramm Fleisch, wie viel Gramm Fisch, wie schwer das Gericht ist. Okay. Ja? Damit es keine Missverständnisse gibt. Zwiebeln und Pilze im Pfannensatz rösten und auch dieses Bratgut mit Weißwein ablöschen. Fleisch hinzugeben und mit Sahne verfeinern. Gut, da muss ich jetzt ja nicht zwingend Filet nehmen dann für. Das ist eine sehr gute Frage, nein. Du kannst zum Beispiel auch Oberschale nehmen, Rücken oder sowas, ja? Ja. Das geht natürlich auch. Denn auch hier ist die Devise, der Einkauf muss zur Kantine passen.
Nun den fertig gegarten Fisch aus dem Ofen holen und beide Gerichte mit ihrer Pfannensoße anrichten. So, jetzt guck dir das mal an. Schau mal. Und, wie schmeckt? Mhm. Ist die gleiche Grundsoße, schmeckt komplett anders. Genial. Okay, geht es uns jetzt wieder ein bisschen besser? Ja. Ja? Sind wir jetzt wieder lieb zueinander? Ja. Arbeiten wir jetzt, dass wir ein erfolgreiches Unternehmen hier gründen? Ja, bitte. Gut. Du wirkst jetzt gefasster. Ja, bin ich auch. Weil? Ich muss Dinge einfach hören und das ist gut. Ja. Alles klar. Danke. Guten Appetit. Danke. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber irgendwie ist hier noch der Wurm drin. Maria hat immer grundsätzlich so ein bisschen Tränen in den Augen, was mir sehr leid tut. Aber ich habe das Gefühl, irgendwas liegt da noch im Argen. Irgendwas will sie noch sagen, irgendwas will sie noch vermitteln oder ist sich extrem unsicher. Keine Ahnung.